Das Video für Steve, Casali Original Rum Kokoskugeln, hier im Testvideo mit echtem Jamaika Rum. Oder nee, Jamaika Rum steht hier nicht. Mit echtem Rum aus Zuckerrohr. Ist Rum nicht immer aus Zuckerrohr? Ich weiß es nicht. Viel Spaß beim Video. Manch einer mag sich jetzt fragen, wer Steve ist. Steve heißt nicht wirklich Steve, sondern ST3 irgendwas. Follower auf Instagram und auch bei YouTube. Schöne Grüße an dich hier an dieser Stelle. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den echten Namen sagen darf, von daher lasse ich das einfach mal. Fängt mit A an. Und ich habe mal auf YouTube eine Frage gemacht, woher dieses, was war nochmal? Hail to the King? Nee, was war nochmal der Spruch bei. Shake It Baby war das, genau richtig. Bei einer Szene aus Duke Nukem, ach, ich habe jetzt verraten, woher dieser Spruch kam. Besagter Steve sagte, ja, es kommt aus Duke Nukem 3D und ja, er hat recht gehabt. Und er durfte sich etwas wünschen, was ich testen soll. Und das habe ich jetzt hier, die Casali Original Rum Kokoskugeln, die, wie er meinte, mir wohl sehr gefallen würden und die sehr, sehr geil sein sollen. Deswegen seht ihr die jetzt hier in diesem Video. Ich kenne sie persönlich gar nicht, habe auch noch nie von dieser Marke gehört, irgendwas. Finde sie aber schon mal sehr interessant, weil A, Rum, B, Kokos und C, Schokolade. Könnte also sehr geil sein. Habe ich für 1,99 € im Kaufland gefunden. Enthält 175 Gramm von Kugeln. Beziehungsweise was genau drin ist, können wir hier oben lesen. Dragees mit alkoholischer Füllung, 10% Füllung, umhüllt von Schokolade und Milchschokolade, 59%. Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Süßmorgenpulver, 4% Rum, also ziemlich wenig. Sprich von dieser 10% Füllung, davon ist also es ist jetzt nicht, wer weiß wie viel Rum drin. Kokosraspel 4%, Hafermark, aha, habe ich noch nie gehört. Aromen, Emulgator, Lecithine, Gummi, Arabicum, Shellac, dadurch glänzt es, daraus werden übrigens auch Schallplatten gemacht. Glucose, Fructosirup, Gelatine, Weizenstärke. Die Nährwerte könnt ihr euch hier unten angucken. Drei Kügelchen haben 89 Kalorien, beziehungsweise die Nährwerte auf 100 Gramm kommen denen von Schokolade ähnlich. Hauptsächlich Zucker, hier ist hier aber sehr viel drin, Fett halt auch. Und ja, hergestellt von Josef Manner. Ach, von Manner auch. Australische Marke oder was? Ach, österreichische Marke. Interessant. Gucken wir uns mal an. Eben gucken, wo ist die? Hier oben. Ne, was zum Aufreißen. Ah, hier am Rand ist er so leicht perforiert. Kann man das aufreißen. So sehen sie aus. Oh, da rieche ich aber wirklich richtig gut rum. So sehen sie aus. Gar nicht mal so schlecht. Man sieht den Glanz von den Dingern. Erinnern so ein bisschen an so, ja, so dragierte Haselnüsse oder sowas. Gefällt mir aber schon mal wirklich gut. Ich muss gerade nochmal eben wirklich ein schönes Foto so machen. Dann kann ich das direkt für YouTube benutzen. Und ja, ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach mal. Oh ja. Ah, aber ordentlich Alkohol drin. Ups. Muss man eben gucken, ob ich irgendwo Messer finde. Süße eine Zuckerschicht drum. Dragees, ich glaube, das ist jetzt hier dieses hier gewesen. Das ist so leicht gezuckert. Außen die Vollmilchschokolade, innen drin halt eine Füllung, die ich jetzt hier hoffentlich nicht gleich komplett mir um die Ohren fliegt. Hier sieht man es. Die schmeckt wirklich schon recht stark nach Alkohol, wobei jetzt auch ja nicht so viel rum drin ist. Aber die Füllung ist definitiv deutlich rummig, nenne ich es jetzt einfach mal. Ah, doch. Ah, die Füllung ist schon hochprozentig. Man kann hier jetzt gut diese Zuckerfüllung sehen. Ich muss das mal eben austrinken. Entschuldigt bitte. Ich will jetzt hier keinen Schmatz- und Schlürfkommentar hören. Das war jetzt notwendig. Und hier kann man sehen. Genau, da ist so wie so eine Zuckerkruste drin. Was man so von manchen, ich sag mal, sowas wie Asbach-Uralt-Pralinen hat man das auch oft. Oder lecker. Oder diese extrem guten, wie heißen die jetzt nochmal, Pocket Coffees, die haben das auch. Dadurch hat man außen die Schokolade und innen drin diesen Knack. Doch, ich muss sagen, wirklich lecker schmeckt mir. Kombination mit Rum ist auch gut. Man muss aber wohlgemerkt wirklich starken Alkoholgeschmack mögen. Es ist jetzt nicht purer Rum in der Füllung, aber es ist doch wirklich eine ganz deutliche Rumnote. Aber eine gute, auch gar nicht künstlich oder so. Aber halt auch starker Alkoholgeschmack. Aber ist dafür mal ein bisschen was anderes. Man hat quasi außen diese schöne Schokolade. Optisch sieht das auch ganz gut aus. Die dann halt eher so weich ist. Die schmeckte so auch ganz gut.
weil diesen Knack von dem Zucker und dann eben diese Rumpffüllung, die sich dann im Mund verteilt, ist schon wirklich gar nicht so schlecht. Von daher kann ich an dieser Stelle sagen, danke, nicht wirklich Steve heißender Mensch, für diese Empfehlung der Casali Original Rum Kokoskugeln. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, Kokos. Habe ich gar nicht so ganz mitbekommen, glaube ich. Durch den Rumgeschmack wird das doch schon ziemlich stark überdeckt. Nichtsdestotrotz eine Leckerei, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Wie gesagt, gefunden im Kaufland, findet man nicht überall. Ich habe ein bisschen länger auch mal bei Rewe gesucht und sowas, da habe ich nicht gesehen. Aber ihr wisst ja auch, nur weil es das in irgendeinem Supermarkt, in irgendeinem Rewe gibt, heißt es das nicht, dass es das in jedem gibt. Oder man muss halt immer suchen, weil die Läden immer individuell einkaufen. Nun gut, so viel dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen an dieser Stelle. Würde gerne einen Kommentar von euch hören, ob ihr die Dinger kennt oder was ihr an ähnlichen, ich sag mal, rum-alkoholischen Produkten gerne isst. Wenn wir da mal Ferrero Küsschen und sowas, die ich persönlich ganz schrecklich finde, da mag ich den Alkoholgeschmack gar nicht. Hier finde ich den sehr gut, weil das durch diese Schokolade und den Zucker wirklich sehr gut auch abgemildert wird. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen auch an dieser Stelle und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao.